Ein Pflichtjahr bei der Bundeswehr, in der Pflege oder in der Feuerwehr, und zwar für Männer und Frauen. Diese Idee einer allgemeinen Dienstpflicht zeigt sich nun auch bei der SPD, dass sie das unterstützen könnte. Eine Dienstpflicht würde den gemeinsamen fördern und die Bundeswehr attraktiver machen. Das sagte der SPD-Sicherheitsexperte Hellmich der Rheinischen Post. Deutschland brauche eine professionell ausgerüstete und agierende Bundeswehr. Die Wiedereinführung der Wehrpflicht lehnt Hellmich dagegen aber ab. Und damit schauen wir zu Daniela Will an diesem Morgen vor dem Kanzleramt. Daniela, eine Rückkehr zur Wehrpflicht in Deutschland steht also tatsächlich wieder im Raum. Natürlich gibt es jetzt auch so eine freiwillige Pflicht, aber man muss sagen, die Bundeswehr erlebt in gewisser Weise ja durch den Ukraine-Krieg eine gewisse Renaissance, oder? Das kann man so sagen. Sie rückt auf jeden Fall wieder in den öffentlichen Fokus und offensichtlich auch in den politischen Fokus. Wobei man sagen muss, diese Diskussion über die Wiedereinführung einer Wehrpflicht, naja, die wird nicht so richtig geführt. Das ist ein Stichwort, das jetzt wieder gefallen ist. Und zum Beispiel die CDU Niedersachsen, die hält das für notwendig zum Ausdruck einer Abschreckungsfähigkeit, einer Bündnisfähigkeit. Und zum Beispiel auch der stellvertretende CDU-Chef Carsten Linnemann, der spricht davon, dass er sich ein allgemeines Dienstjahr nach der Schule vorstellen kann, aber eben keine Wehrpflicht, sondern ein Dienstjahr. Das heißt, da wäre dann nicht nur der Dienst in der Bundeswehr darin vorgesehen, sondern zum Beispiel auch soziale Dienste, die er sich vorstellen könnte. Und ähnliche Töne gibt es ja auch aus der SPD. Du hast es gerade schon angesprochen. Das würde den Gemeinsinn fördern. Das würde auch die Bundeswehr wieder mehr in die Gesellschaft hineintragen. Aber eine allgemeine Wehrpflicht, da hat zum Beispiel auch die Wehrbeauftragte der Bundesregierung, Eva Högel, eine Absage erteilt. Viele Stimmen gehen eher in die Richtung, dass man eher eine moderne Ausrüstung, eine modernere Ausrüstung braucht. Und eben nicht mehr Köpfe. Und zum Beispiel auch die Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die hat noch mal darauf hingewiesen, dass mit der Abschaffung der Wehrpflicht ja auch die komplette Infrastruktur dafür abgeschafft wurde. Das würde Jahre dauern, das würde Milliarden kosten, die wieder einzurichten. Und diese Milliarden, da sagt sie auch, die sollten eher in jetzt eine modernere Ausrüstung fließen. Ja, die Wehrbeauftragte des Bundestages, Eva Högel, die wird ja um 39 auch bei mir im Studio sein. Aber Daniela, natürlich ist jetzt auch noch mal diese 100 Milliarden Sofortunterstützung für die Bundeswehr das große Thema. Man muss ja sagen, die Truppe ist in einem erbärmlichen Zustand. Reichen denn diese 100 Milliarden aus, um überhaupt die Bundeswehr zu modernisieren? Ja, die große Frage ist, glaube ich, wo man sie investiert und dass man das nicht nach dem Gießkannenprinzip vornimmt, weil es dann eben Verschwendung wäre, weil es dann nicht ausreichen würde. Darauf hat eben zum Beispiel auch nochmal der Militär- und Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter hingewiesen. Nur wie könnte diese Priorisierung aussehen, nach der man da vorgeht? Die große Frage ist vor allem auch, wie schnell könnte man da einen Effekt erzielen? Kanzler Olaf Scholz, der hat ja davon gesprochen, dass zum Beispiel investiert werden soll in den Bau von modernen Kampfflugzeugen und Panzern. Das klingt auch wie etwas, was eher perspektivisch vorgesehen ist, da beispielsweise in Ingenieurwesen, in Entwicklung zu investieren. Ja, und zum Beispiel Verteidigungsministerin Lambrecht, die hat ja gesagt, man müsse auch die nukleare Teilhabe weiter aufrechterhalten, dass zum Beispiel auch im Fall der Fälle zum Beispiel nukleare Sprengkörper von Kampfjets getragen werden könnten. Das wird ja im Moment durch die maroden Tornado-Jets gesichert, aber die könnten 2030, also auch ein Datum, das in weiterer Ferne liegt, nicht mehr eingesetzt werden. Man könnte das natürlich jetzt kurzfristig beheben und auch wahrscheinlich schnelle Effekte erzielen, wenn man andere Jets kauft, zum Beispiel die Jets F-35 aus der US-Herstellung. Das wäre also ein kurzfristiger Effekt, der sicherlich Wirkung zeigen würde. Es gibt aber auch Defizite bei der Munition in zweistelliger Milliardenhöhe. Heißt es, das ist sicherlich auch ein kurzfristiger Effekt. Und dass man dann eben durch diese moderne Technik zum Beispiel auch die Bundeswehr wieder attraktiver macht für junge Leute. Dadurch könnte man sich eben diese mögliche Mehrwehrpflicht sparen, die, wie ich gerade angesprochen habe, auch um die Infrastruktur wieder einzurichten, Milliarden kosten könnte. Daniela, danke für den Moment vor das Kanzleramt.